Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von StarCraft 2 hier vom Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und, ups, Entschuldigung. Wir können uns eine Mission aussuchen. Gründe wir meinst, der höchste Reservat oder der Flower. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Kanal hier. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Adria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Okay, ja, die Mission ist tricky, die machen wir aber. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, das kannst du laut sagen, Mädel. Feuerfresser! Gemacht. Wir haben uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Sieg! Zeit für Grill. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Nein, nicht, das war falsch. Wen soll ich grillen? Verbrannte Erde. Was liegt an? BBF einsatzbereit. Yep. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. So, als erstes wieder Mineralien schön abbauen. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Der erste Konvoi wird demnächst Lux Crossing verlassen. Schlechte Neuigkeiten? BBF bereit. Aus der Bahn. Der erste Konvoi ist ja noch relativ simpel. BBF einsatzbereit. Benötige weitere Depots, nicht genügend Mineralien. Versorgungsdepot. Nicht genügend Mineralien. Was? Benötige weitere Depots. Seit wann sind die denn so teuer? Was wichtig? Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! In Ordnung! Was nicht passt, wird passend gemacht. Du bist ab sofort mein Versorgungsdepotbauer. Nicht
Nicht genügend Mineralien. Hier sind Mineralien, die können wir mitnehmen. Hier sind dann Bunker, die wir besetzen müssen. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. BBF einsatzbereit. Warten! Jawohl! Nur zu! Durchgeladen und entsichert! Juhu! Über... BBF bereit! Na komm, bau das Ding... Was wichtig hat? Unsere Verbündeten werden nicht genügend Mineralien. In Bereitschaft. Los, los! BBF einsatzbereit. Oh, Basis wird angegriffen. Was? Mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Verbrannte Erde. BBF einsatzbereit. So, liebes BBF, ich möchte, dass du einen Bunker hier hinbaust. Darf sonst noch was sein? Durchgeladen. BBF bereit. Sicher. Abmarsch bereit. Wird gemacht. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Was liegt an? Los, los, los! Verstanden. BBF bereit. Hier ist der Boss. Bereit machen, Jungs. Kann's kaum noch erwarten. BBF einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten? Juhu! Überstunden! Wow! Heiden erschreckt! Hier komm ich! Auf zum Raumhafen! Los! Bewegung! Könntet ihr noch mal ein bisschen warten können? Scheiße. Kommt noch was? BBF bereit! Muss noch Kokon-DNS sammeln. Ach. Jetzt geht's rund. BBF einsatzbereit. Mhm.
BBF einsatzbereit. Ich bin ganz Ohr. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Wo? BBF bereit. Hier muss ich noch, gefällig. Was liegt an? Einen brauche ich hier hin. Basis wird angegriffen. So, Bunker. Kannst kaum noch erbauen. Wie sieht's hier aus? Hilfe gebrauchen. Kaserne bauen, Maschinendock bauen. Das ist das Ding mit dem Upgrades, gell? Komm, mach schon. Durchgeladen und entsichert. Bekämpft Feuer mit Feuer. Bereit machen, Jungs! BBF einsatzbereit. Hab ich hier nicht noch irgendwo ein? Genau. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hier kann ich nicht bauen. Ich bin ganz Ohr. Los, los, los! Worauf soll ich ballern, Sir? Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Benötige weitere Depots. Wann wicht ihr? Von, ja, es geht doch schon, ist doch schon in der Mache. Roger! Was liegt an? Ich bin schon unterwegs. Ich müsste eigentlich noch die Forschung, die Alien-DNA-Forschung... Ach, jetzt verstehe ich das. Ich habe mich zu eingebaut hier. Schlechte Neuigkeiten? Hier komm ich! Gemacht.
Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie! Scheiße. Losgeladen und entsichert. Basis wird angegriffen. Hier kann ich nicht bauen. Nur zu. Juhu, Überraschung. Was liegt hier? Scheiße, scheiße, scheiße. Upgrade durch unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Zerg sind durchgebrochen. Macht sie platt! Aufgetankt. Zeit für Grillwürstchen. Unsere WBFs werden angegriffen. Wie lange braucht ihr da hoch? Bereit machen, Jungs! Hier komm ich! Ich kümmere mich drum! Das ist kaum noch erwartet! Wahnsinn! Ich glaube, die sind einmal rummarschiert. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Wo war denn die Zerg? Scheiße, ich hab glaub einen Fehler gemacht. Oder? Nee. Kommt noch was? Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Durchgeladen und entsichert. Abmarsch bereit. Los, los, los! Aha. Jetzt geht's rund. Ein Wort genügt. Nur zu. Worauf soll ich ballern, Sir? So. Benötige weitere Depots. Das war mir schon fast klar, deswegen habe ich dich hier unten ausgewählt gerade. Benötige weitere Depots. Aha. Das war mir eben schon fast klar. Upgrade durchgeführt. Wird gemacht! Schlechte Neuigkeiten? Von mir aus... Alle da, es kann losgehen! Doch hat das gebaut. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Basis wird angegriffen. Kommt noch was? Bereit machen, Jungs! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Thank you.
Ja, gut, das ist, glaub, der Zerg. Kokon-DNS. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich kann ja nicht durch. Basis wird wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Unsere die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Kann's kaum noch erwarten. Hier komm ich. Gemacht. Ei, ei, Sir. Freu mich schon drauf. 10-4. Los, los, los. Vorsichtig. Roger. In Ordnung. Wahnsinn. Mich drum. Was die Frage, wo ist der die letzte Zerg-Forschung? Bingo! Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräber-Zerg zu handeln. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Worauf soll ich ballern, Sir? Hier komm ich! Kann's kaum noch erwarten. Ja, das wird da oben drin sein. Benötige weitere Depots. Kann's kaum noch erwarten. Benötige weitere Depots. Ja, das wird hier drin sein. Befehle erhalten. Ja, dann müssen wir da jetzt rein. Kommt noch was? Aber sicher. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Was liegt an? Kapiert! Erweiterung fertiggestellt. Abmarsch bereit! Bereit machen, Jungs! Kann's kaum noch erwarten. Oh. Abmarsch bereit. Nur zu. Kommt noch was? Ja, ich muss da rein. Es wird hier irgendwo sein. Seht hier. Da ist er. Ei, ei, Sir. Ist die Straße auch sicher? Ach, schätze, wir werden es herausfinden. Jetzt geht's rund. Es müssten die letzten sein. Wieso habe ich hier ein Depot gebaut? Egal. Wo läuft ihr eigentlich lang? Wie das Ding hier umschweren. Depots lassen wir erstmal. Ich denke, das haben wir geschafft.
kann's kaum noch erwarten. Nice. Das haben wir souverän gemeistert. Ich bin begeistert. Es lief besser als letztes Mal. Da habe ich, glaube ich, nicht alle... Ist mir ein Schiff verloren gegangen. Da habe ich nicht alle Kolonisten retten können. Oh, dieses scheiß Lautsprecher-Kopfhörerkabel hier geht mir so auf den Sack. Das waren die letzten. Los, abheben! Nice, 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 nice. Läuft gut. Neun Einheiten haben wir noch verloren. Keine Kolonisten verloren. Kokons gefunden. 227 Einheiten von denen zerstört. 25 Minuten gebraucht. Das ist immer so ungefähr bei 27 Minuten oder so. Wie gesagt, ich mache mal pro Folge eine Mission. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Ja, 30 Minuten später. Gut, dass Sie das noch dazu schreiben. Du hast es bestimmt schon gehört, Rayner. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maltan. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Hill. Na, gucken wir uns hier mal so noch ein bisschen um. Söldner, Devil Dogs, angeheuert. Und 4 Elite Space Marine. Frage, da kommen wir noch. So, was gibt's denn hier alles, was wir uns Schönes anschauen können? Ja. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rayner verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Okay. Ich dachte, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum... Jetzt stehe ich hier schon rum und führe Selbstgespräche. Im Arsenal? Okay, ja, ja, klar. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder?
aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Ich habe ein paar neue Kontakte. Die solltest du dir mal einziehen. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Okay, kann ich hier noch... Arcade habe ich jetzt keinen Bock zu spielen. Dachte mir, die würde dir gefallen. Das sind die Siegels von der Zell vor ein paar Jahren. Vielleicht bringst du dir... Ich glaube, da können wir noch mehr. Arsenal. Guck mal, steht da ein Feuerfresser. Nice. So, Stimpack. Keine Testlabor mehr. Da haben wir noch. Aber wir heben uns nochmal auf. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Nicht gut. Böser Imperator. Sir, denken Sie, dass Sie das... Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Gut, mein Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt aber Pause, denn das habe ich jetzt auch schon wieder lang genug rausgezuckert. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von... Was spielen wir eigentlich? Oh Gott, ey, ich bin manchmal so schlimm. Ihr wisst, was ich spiele. Ich habe gerade echt den Namen vom Spiel vergessen. StarCraft 2. Alter Schwede, es ist auch ein bisschen spät. Es ist jetzt aktuell 4:20 Uhr. 4:20 Uhr. Ich kann schon die Zeit nicht mehr richtig lesen. Ich bin völlig durch. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.